So, Freunde, ja, hallo. Ich spiele wieder mal, ist wieder mein Turn und wir sind hier im Schwimmbad gerade. Das haben wir gemacht. Mhm. Ja. Ja. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also es ist sehr großzügig das Springen hier. Warte mal, die Maus ist ja nicht so optimal. Oh. Oh, hast mich jetzt gerade voll erschreckt. Ich dachte, weil ich nichts gesehen gut, habe. Der sagt natürlich jetzt nicht mehr viel, wenn hier das Wasser reinkommt. Ach so, ja. Wasser. Langsam in die Kammer ein. Ach, ich dachte, ich habe jetzt einen Sound gehabt. Oh. Geil. Ich will hier wieder hoch. Ja, dann musst du durchs Wasser gehen. Geil. Schön, dass mir das jetzt passiert. Kann man da hinten nicht hoch? Hier passiert, glaube ich, nichts. Wie komme ich ob das nicht hoch? Hä? Da musst du über eine Treppe. Da komm mal her. Da komm her. Ja. Ja. So, dann sind wir da drüber gegangen. Gehen wir mal hier rum. Ich weiß halt jetzt nicht, was wir machen müssen. So richtig. Ach so. Jetzt waren wir hier. Dort geht's auch noch lang. Mhm. War hier noch was? Kann sein. Ja. Wie gesagt, wir gehen wieder zurück erstmal. Ja, da hinten ist was. Hallo. Oh, hier ist closed. Mhm. Oh. Ja, es ist auch vielleicht gut so. Ich weiß nicht, ob wir die Steine irgendwie noch wegkriegen dann. Ach. Was? Hier können wir auch wieder was umleiten. Okay. Jetzt kommt das Wassermonster, wetten? Keine Ahnung. Nö. Toll, dass hier alles ausgegangen ist. Na, machen wir kurz hier mal, wir haben ja genug. Ja. 8th August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. Whirlpool. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Strange tools of science. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ich habe auch ein bad feeling about this. Okay. Aber wo wird denn jetzt das Wasser wieder umgeleitet? Keine Ahnung. Das ist eine gute Question. Ich habe ja darauf gewartet, dass die Tür bewegt. Vorsicht, Vorsicht, Kopfhörer. Hey. Stellen.
Ich glaube, es ist nicht sinnfrei, hier meine Lampe anzumachen. Nö. Ich hoffe jetzt für die Zuschauer, wir haben es ein bisschen heller gestellt. Ja, mal sehen. Das vielleicht muss hoffentlich besser hat es was gebracht. Ja. Moment. Ich habe gerade mal eitle Lust, was ins Wasser zu werfen, um zu gucken. Ja, ja. War ja vielleicht ein Torso besser. Ein Torso. Ja. Ich habe halt auch immer ein Torso dabei. Aber jetzt ist die Stimme wieder da. Willst du mal probieren? Oh, ich sehe ein anderes Problem. Ach ja. Okay. Kannst du da durch jetzt? Ja, ja. Oh. Da ist noch ein ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Aber wir müssen aufpassen mit Öl. Lieber eine Zunderbüchse mehr verbrauchen. Eben. Okay. Oh! Was ist das jetzt? Was ist das? Das gefällt mir jedenfalls nicht. Nee. Ah, ein Zettel. Das war schon viel zu lange ruhig. Ach, hier ist noch was. Genau, es sind noch zwei. Warte mal, dann mach das mal das da hinten. Ach, ich weiß, was das da hinten macht. Das da hinten schaltet einfach nur den Dampf ab, nehme ich an. Okay. Von den zweien hier. Oh ne, da hinten hört es auch auf. Ja. Und dann geht's wieder an, wenn wir vorbeilaufen. Das ist gemein. Naja, das Spiel ist gemein. Oh, der Typ, ja, ja, der kriegt bestimmt jetzt. Ich guck erstmal kurz hier her, ne? Ist hier irgendwas? No. Time to eat. 9th of August, 1839. It is still early. And Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Das haben wir ja schon mitbekommen. Declinatio fluxum plus aqua cloacae. Kann ein Investitionswasser umleiten. Achso, spielen wir den jetzt, den spielen wir jetzt komplett ein, ne? Ja, was anderes können wir ja nicht machen. Rohrleitungsbord. Oh, der Typ kriegt das, glaube ich, gerade in der Dusche. Und da ist jetzt ruhig, denke ich. Vor allem ist ich meine, solange er da drin bleibt, ist ja alles okay. Nee, ist immer noch keiner. Ist hier weniger Wasser drin? Nee. Tschüss, 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 tschüss. Okay. Da war ein Sound. Ja, ja, hab's gehört. Ja. Was müssen wir denn jetzt machen dort? Warum haben wir denn jetzt den Typen eingespült? Wir leiten das um, das Wasser jetzt gerade. Das kommt jetzt alles da drüben raus. Wir haben aber, denke ich, alle, oder? Ich denke schon. Ja, puh. Das Wasser haben wir, das ist doch jetzt abgeschlossen worden, sonst hätten wir doch diesen Effekt nicht bekommen, dieses Licht. Uah. Dieses. Ja, könnte sein. Gehen wir mal wieder hier zurück. Dann müssen wir, irgendwo kommt man ja nicht durch, weil das Wasser zu hoch ist. Genau. Ist das jetzt weg? Könnte sein. Hm.
Okay. Gut, gut, das brauchen wir sozusagen. Wo kommt denn die Kette her? Ach, dort. Warum ist denn das so blöd mit Ketten gemacht? Achso, wegen Wasser und so. Ah, schlau. Steuerraum. Das blaue Licht blendete ihn genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Oh ja, war noch gar nicht. Und schon gefällt es mir wieder nicht. Oh. Ja, Bot. An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Ja. Warte mal. Vor allem kannst du dich hier auch überhaupt nicht gut verstecken gerade. So einladend aus. Kommt aber bestimmt was übelst Blödes. Okay. Kannst die Laterne wieder runter? Ach, ach ja, Mensch, ja, gut. Aha. Das sind kleine Boxsäcke hier. Aus der immer daneben hast du das erstmal. Das brauche ich doch mal noch. Das sieht man. Das sieht man, das sonst könnte ich das. Das hat so geleuchtet. Das ist ein kleiner Telefonhörer. Hä? Hallo? Hallo? Lilililililil. Hallo? Okay, danke. Also, das brauchen wir offenbar noch. So. What's this doing? Aha. Für besonders große Menschen kannst du die Boxsäcke ganz hochhängen. Ja, da gibt es doch garantiert ein System dahinter. Das ist. Ja, das ist Quatsch, glaube ich, wie wir das jetzt hier machen. Das bringt mir, glaube ich, jetzt erstmal. Oh! Okay. Okay. Komm! Ach, Mann. Ich hab ja Angst, ne? Hä? Nee, da war noch kein Zahn. Hier! Ah. Das hat man aber schlecht gehört. Ja. Tür. Na eben. Geht es eigentlich auch so? Ja, ich kann die nur per Hand öffnen. Ach, diese Musik. Dieses Dröhnen. Ich muss kurz gucken. Eine Tür mit einem Totenkopf drauf. Schweres Tor. Eine Tür mit einem Totenkopf drauf.
könnte denn jetzt was kommen? Ach, dasselbe nochmal wahrscheinlich. Ach. Da ist auch noch ein Hörer. Das ist der andere. Das ist noch ein größerer Hörer. Hallo, es klingelt. So, kurz umgucken, ich will was zu lesen. Mach was dahinter. No. Sieht mir aber so versteckend aus. Na, mach ich mir mal einen Glendrum. So. So, halt, hier geblieben. So, guck. Dahinter sieht mich kein Schwein. Geht gleich Licht aus. Ich glaube, das kommt, wenn man Nee, ist nicht so. Nee, das ist in Pindumpa so. Okay, hier pfeift's, muss man nichts machen. Gut. So. Es steckt fest, hä? Okay. Muss dagegen werfen? Ich denke nicht, aber. Aus dem Boxsack. Let's box. Ja, mitgekriegt? Boxsack? Okay. Thank you. Okay, das bringt offenbar nix. Na gut, eine Kiste mehr zum Verstecken. So. Hopp. Rechts ist jetzt dieses Rädel. Okay. Ups, ach scheiße, warte. Das kriegt man anders hin. Moment, wir sind doch nicht doof. Also ich bin nicht doof. Komm, ist egal, so. So, das stelle ich mir da drunter. Ja. Weil ich habe die Vermutung, ich mache irgendwas, Tür geht auf und das kriege ich definitiv nicht hochgeleiert. Oder wenn ich hier geduckt. Das kriege ich sogar noch höher. Ja. Wenn das so langsam mit drunter geht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ups. Passt. Ist bloß, kommt dann das Monster auch durch? Nee. Okay. Kriegen wir das noch? Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir es ein bisschen. Nee, lass es so. Passt schon. Ach so, nee, ich sehe ein anderes Problem. Das mache ich gleich mal. Die Sachen werden wir doch nicht hier brauchen, die werden wir doch dort hinten brauchen. Da tue ich die gleich mal rüber. Ich die Kisten verschieben. Stimmt, man kann ja durch sowas auch sterben. Ja, es geht tatsächlich. Durch was? Durch drunter Kiste wegnehmen und dann kommt die Tür runter. Ah, okay. Oh. So. Was hat die Uhrzeit? 10 Minuten müsste ich noch haben. Oder 20 Minuten. Ja, ja. Oder geht's runter, oder? Kann das sein? Ja. Yay. Noch
noch so ein Hörer. Jetzt erstmal Öl, was? Ach nee! Okay, sind es also. Wie es erleuchtet war. Mhm. Dass man es sieht, jetzt nicht mehr. Na klar, weil ich es weggenommen habe. So, hier irgendwas. Ich bleib hier. For the rest of the game. Ist ein Zell? Ja. Oh, so viel Text. Oh, so viel Text. Da freue ich mich doch aber. Ach. Nein, ich zögere es nicht raus. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Das wahrscheinlich die. Hier gerade. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Mhm. Okay, ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohr und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitete, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, die einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Okay. Hä? Aber was will er mit dieser Maschine machen? Mhm. Das ist immer noch die Frage. Weil diese ganze Maschinerie nur. Oh, das sind Hebel. Ja, ja. Die sind doch garantiert nicht da, um die Zugbrücke zu bewegen. Das hat doch einen anderen Sinn hier. Das ist doch alles sehr. Naja, egal. Oh. Oh, was steckt denn hier alles fest, Mensch? Hä? Da werfe ich mal einen Stein dran oder das Ding hier. Da muss man mit allem rechnen. Ich glaube, das ist es nicht. Nein, das macht nichts. Okay. Ich nehme das mal mit raus, ha? Mhm. Warte mal. Moment. Moment. Bevor ich hier die Hand belege mit irgendwas. Moment. Ich bin immer. Mal gerne einen Stein dort drüben an die Tür werfen. Mhm. Toll. Hab ich getroffen? Nein. Der war zu schwer, der Egal. Stein. Der winkt, der winkt. Das war wohl getroffen. Hä? Hä? Ach hier. Ach so. Okay. Ich dachte, ich habe irgendwas verpasst. Ich auch. Okay, eine Hörersammlung. Ja. Da ist doch noch eine Tür zum Bewerfen. Ich lasse die Tür offen. Hm? Was ist denn das jetzt? Vor allen Dingen unpraktisch die ganzen... Na gut, nee, die Rohre sind endlich in der störenden Höhe. Sind die Räume alle so hell erleuchtet? Hä? Das ist ein kleiner Hörsaal. Neben den Treppen da. Kannst dich hinsetzen. Hä? Okay. Ist doch irgendwas versteckt noch, oder? Ist vielleicht ein Raum zum Verstecken. Oh, hör mir auf mit sowas. Oh. Das sind mir zu viele Kisten, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, nur Dekor. Ja. Ach! Nee, hier dürfen wir den Telefonhörer dann ansetzen. Genau. Okay, verstehe. So, also das ist interessant. Erstmal nicht weiter von Interesse. Achso, die kannst du nicht aufmachen. Okay. Nee, das ist keine. Willst du erstmal noch in den anderen Raum gehen? Ja, ja, ne, aber klar. Da wird noch ein Hörer drin sein, oder steht da irgendwas? Ich dachte, das ist so eine Tafel, nee. Die Folge nenne ich irgendwie, nee, irgendwas mit Telefon.
In Penumbra ist es nämlich zum Beispiel so, wenn du jetzt im Dunkeln bist, ne, hier so, und hockst dich hin, was denn, dann passiert da was? Ne, nur, dass ich eine Meise kriege. Das ist, bei so ein bisschen Dunkelheit kriegt er schon eine Meise. Da wird der Bildschirm so bläulich. Das heißt, du bist im Dunkeln verborgen und dich sieht niemand gerade. Okay. Du bist gerade unsichtbar, also im Dunkeln versteckt. Ja. Und ich dachte immer, wenn das manchmal so die Farbe ändert, ist es ja auch so. Ah. Ah. So. Erstmal wieder unter der Treppe gucken, ne? Mhm. Das sieht mir aber so aus. Schön, dass das Teil wenigstens haben. Das ist hier Tropf dahinter. Das heißt, es wird schon damit gerechnet, dass man hier drunter krauchen kann. Vielleicht ist es auch keine gute Idee, dass man hier drunter krauchen kann. Mhm. Oh. Hehe. Tür ist zu. Ist auch eine andere Tür? Nee, ach komm, West, ich krabbel zu. Hölzerne Kurbel. Krabbelst zu. Sind wir denn schon irgendwo mal vorbeigekommen, wo wir eine Kurbel brauchen? Nö. Ich dachte, man kann die. Ach so. Nee. Das ist eine kleine Drehnadel. So, aha. Stecken die auch fest? Ach. No. Ach, ich verstehe. Ich weiß was. Wir müssen die jetzt genau, bestimmt genauso stellen wie die anderen da drüben. So, ja, aber die haben ja. Ach so. Und weil die festgesteckt. Okay, gut. Hm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hier kommt nichts. Hm. So, runter, hoch, hoch, runter. Achso, ihr müsst da, ist ja kein Hörer mehr. Ist gar kein Hörer in dem Raum. Na, vielleicht reicht es auch schon. Wir haben jetzt vier Hörer. Drei Hörer. So, also was? Runter? Runter, hoch, hoch, runter. Okay. Achso, mal gucken, ob das da drüben, da sieht das glaube ich auch so aus, der Pöppel. Ich weiß es nicht mehr. Also ein Hörer ist hier keiner mehr. Hörer. Ja, nee, der ist ganz drinne. Der muss ganz drinne sein. Der Pöppelmann-Brückenhörer hier. Warte mal kurz, aufstoßen geht doch auch. Ne, geht nicht. Achso, wenn man von der anderen Seite steht, okay. So, warte mal, da müssen wir jetzt noch gucken, wie man den noch. Aber noch weiter runter? Na, wir können bloß probieren. Hä? Ah, ne, geht wieder hoch. Hä? Jetzt. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. Ah! Oh, die Zeit ist schon um. Die Zeit ist tatsächlich schon um. Das war mal spannend, mal Arcane-Monster zu sehen. Ah, ja, so, toll. Das heißt, die gute Buschbrunne darf sich jetzt um den Telefonhörer kümmern und wir sehen weiter. Bis dann. Bis gleich.